machen. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, wir grasen hier noch so das Feld ab. Ich werde mal schon die Route zurückbrechen lassen. Wir sehen, es ist natürlich der Bereich wesentlich kleiner, ist irgendwie klar. Aber geht schon. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Sieht mir auch nach Eisen aus. Sprungroute berechnet. Was ist das denn? Ist das vielleicht Titan? So ein großer Titanklumpen ist ja geil. Ja, kann das echt super durch die Farbe ausmachen, ne? Hm. Sehr schön. Genau so habe ich das gern. Na, immerhin haben wir schon wieder über 1000. Finde ich gut. Bei Titanen ist das ja schon echt viel, ne? So selten, wie man das immer findet. Aber ich würde gerne diese Wracks noch weiter abbauen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Typen weg sind. Weil ich habe die Hoffnung, dass da wirklich coole Sachen drin sind, ne? Ein Notruf. Von einer unbekannten Quelle. Es hört sich eher so... Was? Sind an den Hinterhalt geraten, unsere Position. Okay. Ja, wie soll ich denn da helfen? Okay, das hat der. Also der lohnt sich jetzt echt richtig, ne? Normalerweise ist die Ausbeute hier gar nicht so riesig, wenn wir das hier machen. Hm, finde ich super. Bisschen. Dann haben wir über 4000 dann wieder, wenn wir fertig sind. Sehr schön. Da lässt sich ein bisschen was mit anfühlen. So anfangen. Ein paar Steuerdüsen und alles. Hm. Super. So, das auch noch. Yippie! Das ist doch mal geil. Ach ja, so ist das schön. So kann das ruhig öfters mal sein, ne? Da habe ich nichts dagegen. Das sieht alles nach Eisen aus. Ja, so viel Eisen immer, ne? Also auch der hier schon wieder über 100.000. Krass. Sollten wir vielleicht abhauen, damit wir ein bisschen mehr Knete haben. Ja, Eisen ist halt immer eine zuverlässige Einnahmequelle. Kriegst du schnell und viel. Also jetzt an Material, und das lässt sich dann ja auch immer gut verkaufen. Also meistens. Wir hatten nur ein einziges Mal, dass wir einen sehr schlechten Preis dafür bekommen haben, aber gut, Angebot und Nachfrage, ne? Ich glaube, das ist wirklich der größte bisher, oder? Mit 152.000? Ja, es könnte sein. Wahnsinn. Und da, sehr schön. Ein bisschen näher ranfliegen. Nicht, dass dann doch noch was weg... wegfliegt hier und ich was verliere. Aber wir müssten halt die Rechenleistung erhöhen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie man die Rechenleistung am schnellsten und effektivsten erhöht. Damit wir halt ein paar Slots noch mehr machen können, damit wir halt auch mal ein paar Waffen installieren können. Ja, das wäre ganz vorteilhaft. So. Braucht aber ganz schön lange hier, ne? Was mit den Randstückchen. Sehr cool.
Das hat er dann weggenommen. Ich sehe gar nicht, dass hier was weg ist. Komisch. Na, jetzt ist halt was weg, ne? Sehr, sehr seltsam. Naja, egal. So. Ja, komm, los. Brauch alles. Ah, Ausbeute ist auch wieder okay. Komisch. Hat sich vielleicht verändert. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch ein Patch gab. Bei Steam kriegt man das ja immer nicht so mit. Weil das ja dann parallel oder im Hintergrund dann runterlädt. Piraten greifen den Sektor an. Wieso habe ich das nur erwartet? Oh Mann, ey. Immer, ne? Die ganze Zeit. Bin ich bloß froh, dass wir wieder die Ausweichroute entsprechend gesetzt haben. Ja. Jetzt hoffen wir nur, dass irgendwie eine Fregatte oder irgendwas hier ist, was die dann auffällt. Aber ich habe, glaube ich, nichts gesehen, ne? Nee, es sieht so aus, als ob wir dann ganz alleine mit den Piraten sind. Super. Klasse, da bin ich ja richtig dankbar für, du. Ja gut, aber wir haben ordentlich Titan abgebaut. Das war auch schon mal was. Das hat sich echt gelohnt. Genau, hier so einen großen Klumpen noch abbauen. So, noch das letzte bisschen hier rausnehmen, was halt noch so geht. So, vielleicht noch auf 60.000 kommen. Viel fehlt ja nicht mehr. Ah, jetzt haben wir 60.000, sehr schön. So ein kleines persönliches Ziel, ne? Ja. Ich sehe die noch gar nicht. Ach, da oben werden sie angezeigt, okay. Ein bisschen drehen. Da sind sie. Das sind ganz schön viele, ne? Fliegen die da jetzt hin zu diesem Posten irgendwie? Zu dieser Drohne, die wir da gefunden haben, oder diesem Signal? Könnte sein, ne? Wenn wir das aufschnappen, dann können das garantiert auch andere aufschnappen, das Signal. Mist, ey. Bitte lass die nicht zu mir fliegen. Ah, doch, fliegen zu mir. Sind auch bald da. Kacke. So, aber wir haben jetzt immerhin schon mal wieder 5000 der Zeit gemacht, bis sie denn hier waren. Sehr schön. Ups. Und springen. Bitte sag mir, dass die Aliens weg sind. Okay, kleines unbekanntes Schiff hört sich jetzt nicht fies oder böse an. Ich kann sie aber auch nicht anfunken. Aber gut, okay. Ja, ich setze mal vorsichtshalber einen Kurs irgendwo hin. Wohin? Machen wir dahin. Ja, genau. Entweder machen sie uns platt oder nicht. Wir können es nur versuchen. Aber das ist das, was wir auseinandergenommen haben, okay. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sehe ich daran, dass hier diese Teile fehlen dazwischen drin. Dann können wir damit weitermachen. Yay! Ast rein. Machen wir am besten hier oben dann weiter. Warte mal, ein bisschen rauszoomen kurz. Übersichtlichkeit bewahren, genau. Und dann gib ihm. So, genau. Bisschen besser zielen hier, ne? Irgendwie hat er das falsche anvisiert gehabt eben. So. Ich habe schon überlegt, ich könnte ja sonst zur Not von den Bergbaulasern welche wegnehmen. Damit ich halt noch einen Abfrag-Laser mehr dazu nehmen kann. Für
diese Stelle, wie es. Oh nein. Die sind feindlich gesonnen. Na super. Gibt's doch nicht, ey. Haben wir denn nur Pech? Irgendwie schon, ne? Kacke. Hier ist auch gar nicht mehr so viel. Doch, da ist noch reichlich Eisen. Titan. Mist, die Kack. Ich glaube, hier müsste irgendwas Gutes dahinter sein, weil sie sind extra so Panzerplatten. Schauen, was sich dahinter verbirgt. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, der Generator. Super geil. Den muss ich auseinandernehmen. Das lohnt sich gleich richtig. Ja, saugeil. So sehe ich das gern. Auf einen Schlag dann 3000, ne? So. Mist. Kommen die jetzt zu mir? Kommen die nicht zu mir? Bisher merke ich nichts. Ich kann bloß halt nicht meine Augen überall haben. Aber scheint so, dass die erstmal ruhig da und friedlich rumschweben. Ja. Wobei Rot immer böse ist. Ja. Ja, schon fast 10.000 Titanen. Wahnsinn, ey. Ja, siehst du, da fängt schon an. Und schnell wieder weg. So. Ach du Scheiße. Ist ja genauso kacke. Dann fliegen wir mal schnell da hinten hin, zum Glück. Noch relativ zügig unterwegs. Wir fliegen mal in die Richtung. Wir müssen irgendwo hin, wo ich halt handeln kann. Ein bisschen Gas geben. Lass uns dann den fernhalten. Oh, was ist das denn? Titan. Saugeil, das nehmen wir noch mit. Komm mal her. Sehr schön. Ah, da hinten sind auch etliche Asteroidenfelder, ne? Aber und können wir uns hier nicht aufhalten. Sehr geil. Hammer. Wobei wir können ja mal grob nach da hinten gucken. Vielleicht ist ja so ein riesen Asteroidenblock mit Titan dort. Ja, das ist wirklich etliches noch, ne? Sieht man bloß kaum hier durch den Nebel. Na, jetzt sind wir natürlich ganz nah dran an denen. Hat er Route berechnet? Ja, hat er. Okay. Okay, ist nichts weiter. Ein Signal ist dort, okay. Das ist dann der Bandit. Kommen wir dran vorbei, dass ich zu dem Signal komme? Versuchen wir es mal. Bis der sich gedreht hat, bin ich wahrscheinlich schon vorbei. Aber jetzt merke ich schon so, jetzt muss ich das schon irgendwie anders machen hier. So richtig wendig sind wir jetzt nicht mehr. Naja. So. Okay. Was ist denn das da? Eisen. Naja, springen wir mal weiter. So, wo sind wir jetzt? Rauszoomen. Ich glaube, hier ist gar nichts, hä? Ja, hier ist gar nichts. Ich denke, das ist der perfekte Sektor, erstmal um zu gucken, ob wir irgendwelche Schäden genommen haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja. Ja gut, ein bisschen was hat es wohl gekostet, damit wir wieder volle Lebensenergie haben. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus.
Aber ich glaube, ich werde das mit den Steuerdüsen dann vielleicht doch noch machen. Vielleicht hier noch irgendwie welche dran setzen. Nee, mal gucken. Also ich habe jetzt überlegt, dass ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Solarpanels dran setzen möchte. Da ist mir gerade was eingefallen, was ich machen könnte. Ja. Muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie hinkriege, vernünftig. Ja, so zum Beispiel. Bringt mir aber gar keinen Bremsschub, oder? Doch, so bringt es auch Bremsschub, okay. Wenn ich das jetzt... Achso, so kriege ich Bremsschub, aber anders nicht? Ist interessant. Da mache ich doch lieber davon ein paar dran, oder? Ja. Wenn die zusammen mehr Bremsschub bringen, als das, wenn ich das ein großes davon nehme, ist das sinnvoller. Tja. Nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.